Idyllisch liegt er da, der zweitgrößte Stausee im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Hier am Diemelsee tummeln sich dieser Tage zahlreiche Segler, Schwimmer und solche, die einfach die sommerlichen Temperaturen genießen wollen. Möglichkeiten dazu bieten sich einerseits im Strandbad in Heringhausen, andererseits im westfälischen Helminghausen. In beiden Bädern können die Gäste einfach entspannen und abschalten, ins kühle Nass springen oder leckere Snacks in den Imbissbuden zu sich nehmen. Auch gibt es zahlreiche Liegewiesen rund um den See. Damit es zu keinerlei Gefahren kommt, ist die DLRG an beiden Strandbädern rund um die Uhr in Einsatzbereitschaft. Ein Team aus ehrenamtlichen Helfern versorgt in Not geratene Gäste und sorgt so für Sicherheit am See. Wem es nicht an erfrischendem Badespaß liegt, der kann auf einer Seerundfahrt mit der St. Muffert richtig entspannen. Bei Kaffee, Kuchen und Erzählungen zum See lässt es sich dort ebenfalls gut aushalten. Denjenigen, die sich lieber in ihrer Geschicklichkeit messen wollen, sei der Golfplatz in Heringhausen empfohlen. Wunderschön angelegt, bestens gelegen und eine gute Option.